Logbucheintrag Nummer 15, Captain Kirkbeard an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Die Reaktoren wollen nicht hochfahren. Das ist ein herber Rückschlag für uns hier an Bord. Während ich mich frage, wie die Rückschläge unseres Außenteams zurzeit aussehen. Die haben nämlich mit gefährlicherem Zeug zu kämpfen als wir. Wobei, wenn ich so darüber nachdenke, sollte uns der Reaktor hier oben um die Ohren fliegen, kommt keiner von uns nach Hause. Also stehen wir auch nicht so gut da. Gut, dann gibt es jetzt hier noch eine Folge. Die wird wahrscheinlich etwas kürzer. So. Oh, der hat schon 3 Stück. Ah ja, das hier habe ich ja vorhin überschrieben gehabt. Das würde ich gern wieder freischalten. So, danke. 2 hätten wir noch. Vortex. Nearby Enemies to Smash Fist. Also wenn er Rundumschlag macht, dass ich maximalen Schaden machen könnte. Aber erstmal möchte ich gerne den Cup de Grace auf Max verbessern. Dafür spare ich noch den Einstein. Und bei dir hier hätte ich einen Punkt. Ja, da würde ich gerne mal Friendly Fire auf die Bombardement machen. Da ich das ja schon öfter benutze. So, gut. Ja. Wir haben jetzt ein Problem. Wir haben keinen Heilstein in der Nähe. Das war die falsche Fähigkeit. Egal, der lädt sich ja ziemlich schnell wieder auf eigentlich. So. Du kannst erstmal ruhig Schaden nehmen. Gut, hätten wir hier Luft? Ja, hier hätten wir Luft. Krabbengedönse. So. Ah, Jungs. Ihr könnt mal mein Bombardement spüren. Au. Das war nicht so der Bringer, glaube ich. Ich sollte einfach die Eier da hinten wegbombarden. Und den Rest dann einfach so töten. Weil du kannst leider... nee. Und Umschlag sollst du nicht machen. Du kannst leider nicht da hinten hinsprinten. Ja, die kannst du beschreien. Das bringt allerdings nicht viel. Too deep there. Au. Das ist wieder das andere Problem, wenn ich sie da irgendwo in die Krabben reinlocke. Okay, ich glaube, das hier müssen wir ein bisschen mit ihm hier solo machen. So.
So. Noch dich. Und gut ist. So kommen wir auch an die Energie hier ran. Wir könnten ihm mal endlich upgraden. Ah, da holen wir uns noch die Energie, die ich da gerade eben gesehen habe. So. Und ich denke mal, bevor wir das machen, wenn ich mir das nämlich schon wieder ansehe, gibt es nur den Weg durch die Spucke durch oder hier oben durch die Fackwürmer. Au. Nein, da drin stehen ist nicht schön. So, damit haben wir sie schon mal ein bisschen angepisst. Mhm. Jo. Au. Ja, das ist weniger schön. Ah, da ist wieder ein Wurm gewesen. Du Steinform geht nicht. So, das ist besser. Lass die einfach mal um. Unfair, dass die ausweichen können. Okay, half dead, das ist nicht gut. Weil ich sehe auch wirklich gerade keinen anderen Weg. So. Okay. Dich stürmen lassen ist wahrscheinlich auch keine gute Idee. Hm, wenn euch die Würmer fressen, ist das wiederum eine gute Sache. Oh, der hat uns entdeckt. Der hatte uns entdeckt. Hm, die Taktik ist gut. Der kann nämlich nur einmal ausweichen. So, so haben wir wenigstens ein paar von ihnen dezimiert. Wir haben allerdings immer noch die blöde Krabben, die blöden Krabben da im Weg. So, kümmerst dich bitte um den.
So. Die Krabben kriegt der nämlich ganz gut tot. Vor allem, wenn sie auf dem Rücken liegen. Warte mal, du hast einen Kriegsschrei. Schrei sie mal um. Na, so viel zum Knockback. So. Das müsste es jetzt aber hoffentlich gewesen sein. Ne, da ist noch ein Spucker. Aber der ist jetzt nicht der Rede wert. So. Ich glaube, da muss ich lang nachher. Ich hätte mir also das hier alles sparen können, indem ich da drüben lang gegangen wäre. Auch gut zu wissen. Gut. Jetzt weiß ich, dass ich mir das alles sparen kann. Das hier hinten war nur für nette Sachen. It's too deep there. 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 Ja, das sagen sie ja immer wieder, dass es da zu tief ist. Ja, von da sind wir nämlich gekommen. Ich will mal gerade kurz gucken. Versammelt euch mal. Wie viel Energie haben wir? 180. Ich kann halt nicht gucken, wie viel das kosten würde an Energie. Das ist doof. Gut. Lassen wir das mal gut sein. Oh, hast du uns entdeckt? Könnte auch sein, dass das der Weg weiter ist. Fragen über Fragen. Hier könnte es nämlich weitergehen und da drüben könnte es auch weitergehen, oder? Oder kommen wir von... Ne, von da kommen wir nicht. Ne. Da sind drei Spucker und jede Menge Energie. Okay. Renn mal rein. Kannst ruhig weiter aggressiv sein. Du machst mal das Force Field an und kümmerst dich um die Verstreuten. So. Das war okay. Das ist jetzt jede Menge Energie für uns. It's too deep there. It's too deep there. Jede Menge Energie finde ich schon mal nicht schlecht. Auch wenn ich sie jetzt noch nicht benutzen werde. Au. Gut, dass ich gerade gespeichert habe. Und ja, ich lade neu, wenn ich im Würmer reintappe, weil die kosten viel zu viel Rüstung, als dass sich das lohnt. So.
So, beide Zwerge bitte. Und Ausgang. Violetter Staub. Oder nee, violette Dämmerung. Oder violetter Sonnenuntergang. Genau, Sunset Sonnenuntergang. Dust ist Staub. Die Zwerge definieren den Sonnenuntergang durch das letzte Glühen eines Sterns, bevor dieser stirbt. Handbuch grundlegende Definition über Sterne. Er will aggressive Gegner bekämpfen. Das könnten wir auch demnächst mal machen. Da ist die Anomalie. This is the cause of all our troubles. It's a star parasite. Our weapons are helpless against it. I can load my bombard with its own shards and shoot at the core of the parasite. Back me up. Okay, let's deal with them fast. Ah ja. Also ich nehme mal an, wir locken Gegner an, dadurch, dass wir hier den Stern bombardieren. Aber gut. Abschluss Logbucheintrag Nummer 15, Captain Kirkbeard. Endlich richtig gute Nachrichten vom Außenteam. Sie sind an der Quelle der Anomalie angekommen. Ja, an einem... Wie heißt das Ding nochmal? An einem Sternparasiten. Sie versuchen jetzt alles daran zu setzen, diesen Parasiten so schnell wie möglich aus dem Weg zu räumen. Während wir hier oben endlich versuchen, die Reaktoren wieder anzuwerfen. Dass wir so bald wie möglich weiter können, sobald die Anomalie beseitigt ist. Ja, Kirkbeard, Ende.